Wir haben uns jetzt gerade in so einem indischen Store irgendwie verirrt. Good day! Wir sind gerade auf dem Weg ins Fortitude Valley. Da ist nämlich heute so ein... Wie heißt der Markt? Valley's Markets. Genau. Und da gibt es ganz viele Sachen. Das sind so Vintage-Mode und so. Genau. Du schiebst mich hier rüber. Genau, und da schauen wir jetzt mal hin. Das ist in Chinatown, also in der Nähe von Chinatown. Da schauen wir dann auch mal hin. Das ist also das Good Gate hier drin. Genau. Da ist man fast eine Dreiviertelstunde zu Fuß unterwegs. Aber wir haben ja sonst nichts zu tun. Heute ist das Wetter auch ein bisschen schlechter. Leider. Ja, schlecht. Ja, schlecht. Ich sah trotzdem fast 30 Grad, aber ein bisschen bewölkt. Welcome to Chinatown. And she tells all her friends, that's why they think we're stable. But I got plans of my own, we're better with no label. And I'm loving the way that you put them. Das hat gar nicht gelohnt. Es ist einfach, ja, es ist gar nichts los. Ja, wir können Chinatown anschauen, aber es ist einfach nichts los auf der Straße. Hier. Super. Wir haben uns hier jetzt gerade in so einem indischen Store irgendwie verirrt. Und hier gibt's einfach, es riecht einfach so geil hier drin. Und es ist einfach echt, geil, es riecht irgendwie. Es riecht nach Gewürzen. Extrem, also richtig intensiv nach Gewürzen. Ich kann immer atmen. Aber es gibt Maggi. Aber es ist einfach echt saubillig. Die Gewürze davon füllen. Ja, und ja, wir können hier ein paar Säcke Reis kaufen. Fangen wir verschiedenen. Boah, der Typ ist ja der Allergeilste. Der Typ. Der verkauft guten Reis. Der verkauft guten Reis. Die Säcke Reis einfach. Jetzt haben wir gerade ganz spontan eine Autobesichtigung reingekommen von einem Pajero wieder, der aber billiger ist und Automatik hat und noch eine ganz gute Kilometeranzahl. Was denn? Ja, jedenfalls laufen wir da jetzt ziemlich flott hin. Wir müssen eine halbe Stunde gehen und in einer Dreiviertelstunde schauen wir den schon an. Vielleicht ist der was, wäre ganz cool, weil der würde eigentlich ziemlich gut passen. Der hat so alles, was wir eigentlich haben wollten. We are on our way again. Mal wieder in die Innenstadt. Wo bist du denn? Da bist du. Wir gehen jetzt in Richtung von dem Botanischen Garten, weil da gibt es nämlich einen Skate Store. Ich würde nämlich vielleicht ein Pennyboard kaufen, wenn es da ein ganz cooles gibt. Ich muss auch noch meine Euros wechseln, weil es eine Wechselstube, die es ja überall gibt. Und ich hoffe, ich muss noch kurz zum Telstar. Schuhe gewechselt. Nach 3 Tagen, 4 Tagen, jeweils 10 Kilometer in Flipflops. Schau meine Füße auf die Scheiße. Das Auto, was wir gerade angeschaut haben, hat eigentlich ganz gut ausgeschaut. Es gibt nur so ein paar Sachen, die noch gemacht gehören. Ja. Das Einzige ist, dass wir es erst im November kaufen. Genau, und es ist uns eigentlich schon zu spät. Ja, wir wollen ja dann eben arbeiten. Genau, müssen wir mal schauen. Und heute ist in Brisbane ein Fußballspiel von der Brisbane-Mannschaft. Man sieht einfach überall die Typen im orangenen T-Shirt rumrennen, weil das die Farben ist. Und man hört sie, wie auch jetzt hoffentlich, vielleicht. Ich kann da mal kurz dann rein filmen, falls man es sieht. So, hast du sogar eine Live-Band dabei. Ja, und alles geschmückt und Zeug und ja. Wir laufen hier gerade mitten durch die City, so schon ganz fertig. Und haben jetzt gerade zufällig den Pajero entdeckt, den wir gerade angeschaut haben. Ich kann ihn mal kurz zeigen. Mit eigener Dusche oben drauf und Sachen. Eigentlich ganz witzig, weil ich meine, man findet mitten in Brisbane, wo 100.000 Autos und Zeug stehen, findet man genau den hier. Im Botanischen Garten und wieder mega der Wind. Wow. Ja, ist ganz cool hier. Mal schauen, was mir hier so. Fußball wo? Ah ja, also ziemlich cool und es ist ziemlich groß. Jo, ach hier, da sind wir. Got no child, but you still gotta deal with trying to sit all day. You still-
Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Abendsonne immer extrem schön ist. Auch wenn es jetzt erst 5 nachmittags ist. Jetzt geht die Sonne unter. Geht die Sonne jetzt schon unter. Um 6:30 ist es dann komplett dunkel eigentlich. Aber die Abende sind immer so mega schön. Hier in der Stadt auf jeden Fall. Mal schauen, wie es dann auf dem Land ist, sobald wir dann dort sind. Echt cool. What we had is broken, but it always ends the same. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside, outside is not...